Hey Leute, willkommen zurück zu Battlefield Heroes und heute seht ihr im Hintergrund mal ein Gunner Gameplay. Das Ganze ist auf Buchenbucht und ja, ihr seht Royal Gunner. Zwar hab ich jetzt noch kein Video mit dem gemacht und habe mich jetzt mal entschlossen, ein Video mit dem rauszuhauen, weil ich ja sonst immer, also ich habe jetzt alle Helden schon gehabt außer ein National Commando und Royal Gunner, genau, und deswegen habe ich hier ein Royal Gunner Gameplay. Und ja, eigentlich wollte ich ein Let's Play machen, das ist dann aber nicht zustande gekommen leider, weil ich, ja, ich war in mehreren Servern und habe aufgenommen und ja, dann bin ich manchmal ein bisschen aggressiv geworden von den ganzen campenden Mendos. Ich wollte nämlich auf Buchenbucht spielen und ja, dann war ich in einem Server drin, wo dann die ganze Zeit ein Mendo mit Level 21, 5 auf Durchschuss, 5 auf Zielmarkierung, was weiß ich, mich die ganze Zeit gemarkt hat und jedes Mal, wenn ich nur irgendwo meinen Kopf rausgesteckt hat, mich abgeschossen hat. Und es ging mir so auf den Sack, Mann. Scheiße, ging mir das auf den Sack. Und ja, genau. Auf jeden Fall kam jetzt länger kein Video mehr und eigentlich wollte ich jetzt ein Video dazu machen, wieso kein Video mehr kommt in letzter Zeit, aber jetzt kommt er wieder eins, weil ich wieder BFH spielen kann. Und zwar kam das nicht, weil ich Connection Problems hatte bei mir daheim. Und hier immer, wenn ich in den Server gekommen bin, stand da Problem with your connection, bla bla bla. Und genau deswegen wollte ich dann ein Video machen und hier mal zeigen, so ja, wieso kommen denn keine Videos. Und dann hier mal so kurz in ein Game joinen und dann zeigen, wie es bei mir so aussieht, wenn ich in ein Spiel komme, ja. Und hier kriege ich ihn ganz knapp noch, ja, mit 2 HP. Und genau, und heute ist mein Thema mal, was ich sonst noch so außer Battlefield Heroes spiele, oder was ich sonst noch so elektrisches mache, sage ich jetzt mal. Und zwar hat mich mal jemand gefragt, ob ich halt noch andere Spiele zock und so. Also ich spiele eigentlich nur andere Spiele, wenn BFH auf den Sack geht oder wenn irgendwelche Freunde von mir gerade ein anderes Spiel spielen, dann spiele ich da eine Runde mit oder so. Aber sonst spiele ich eigentlich am liebsten BFH, wenn es nicht gerade übelst zackt. Und dann auch mal ab und zu Minecraft. Und was ich noch manchmal spiele oder ganz gerne spiele mit ein paar Freunden ist MW2. Sowieso das geilste Call of Duty, weil da einfach nicht die ganzen Fail-Spawns sind in dem in MW2. Es gibt viele Leute, die MW3 ja, MW3 gerne mögen. Mir geht MW3 übelst auf den Sack. Selbst wenn ich das bei einem Kumpel zock, wir spielen manchmal bei einem Freund, der wohnt hier neben mir oder halt fast neben mir. Zudem gehen wir manchmal und zocken zu viert eine Runde MW3, ja. Da sind wir alle auch wieder so auf Rage, weil die Spawns einfach so gay sind. Du killst einen, vielleicht kennt ihr die Map von MW3 Dome. Du killst einen, da ist so ein so eine Art, ja, so ein Haus, wo so ein rundes Haus, wo so ein riesiger Ballon oder so drauf ist, kein Plan, was das Teil ist. Auf jeden Fall, du gehst in das Haus rein, killst jemanden, ne? Gehst aus dem Haus raus und da steht der, beziehungsweise wurde der gespawnt, den du gerade gekillt hast. Und ja, deswegen gefällt mir MW3 nicht. Die Maps sind zwar teilweise schon ganz geil und so, aber ja, MW2, die Waffen sind auch ziemlich geil. Farmers ist übelst geil mit Rotpunkt. Hier, ich weiß auch nicht, wieso ich den gesehen habe. Aimbot und so, nee. Genau. Und ja, wie gesagt, Minecraft ist noch relativ, ja, wird noch relativ, ja, wird manchmal gezockt von mir, weil Minecraft bockt sich einfach schon mal mit ein paar Freunden so auf LAN oder so. Am Wochenende vor einem knappen Monat war mal ein Kumpel da, hat sein PC mitgenommen und dann haben wir eine Runde Minecraft gesuchtelt auf LAN. Ja, das war auch ziemlich nice. Ja, sowas bockt sich halt auch dann auch ziemlich, weil man da nicht am Ragen ist, auch sofern wird mit einer Diamantrüstung oder so gekillt. Und hier im Gameplay kommt am Ende dann noch so ein Dual Long Range
Freak rein, der Level 30 ist, Dual Long Range Shotgun hat und mich dann ein paar Mal hart wegnatzt. Ah, da bin ich auch böse geworden. Hier mit Level 15 komme ich da nicht so weit, wenn da einer mit Dual Long Range ist, mit einem XXXX Rang oder sowas. Ja, wie gesagt, was gibt's denn noch so zu sagen? Was spiele ich denn sonst noch so? Ich habe mal für eine Zeit lang ein bisschen GTA San Andreas gespielt. Ist auch meiner Meinung nach das geilste GTA. GTA 4 ist auch nicht schlecht. Die Grafik ist natürlich übelst bombig, beziehungsweise bombastisch, ja. Nur, ja, ich weiß nicht, ich mag das Game an sich einfach nicht so gerne. Ich weiß nicht, GTA San Andreas gefällt mir besser mit Jetpack und Fallschirm rumzufliegen und irgendwie von Häusern zu springen, springen, ja, von Dächern zu springen und solche Sachen halt. Und das haben wir dann, hat ein Freund von mir und ich auch auf dem Server gespielt, ein bisschen online und so. Das hat sich auch relativ gebockt. Dann ein bisschen so zusammen Fallschirm springen und so. War auch ganz nice. Aber das spiele ich momentan eigentlich gar nicht. Ich spiele momentan, habe ich jetzt auch, also ich habe jetzt viel Minecraft gespielt in letzter Zeit, als ich hier die Connection Problems hatte. Und ja, dann kam halt auch kein WFH und ja, das war natürlich auch ein bisschen scheiße. Hier schönes RPG. Oh, der Typ hat mich echt, der hat mich verarscht, der Wichser. Nee, der ist da irgendwie oben gelandet und gleich killt der Drecksack mich auch noch. Da habe ich ihn gesucht, aber der war dann da oben. Ich dachte, der ist irgendwie da runter oder so. Kommt gleich runter. Ich weiß nicht, kriege ich den noch? Ja, ich glaube schon. Klar, kriege ich den noch. Ja. Und jetzt werde ich... Lol. Jetzt werde ich von dem genatzt von oben. Ja, das war nicht so toll. Also, ihr könnt mir mal gerne sagen, was ihr so zockt, außer BFH. Weil FIFA hat ja schon manchmal so, manchmal gibt es so Zeiten, da geht das Game einfach auf den Sack und da spiele ich dann 2 Abende oder so oder 3 oder eine ganze Woche mal nicht so viel BFH. Ja, und deswegen, genau, kam jetzt, ja, das ist der Noob-Basher, beziehungsweise, ja, Noob-Bashen, das wollte ich auch noch kurz sagen, und zwar, das ist der Knecht da mit Dual Long Range Shotgun. Nee, Noob-Bashen, geht ja eigentlich gar nicht mehr so richtig, außer es ist wirklich Noob-Bashen. Ich weiß nicht, ob er Noob-Bashed hat. Also, weil unter Noob-Bashen verstehe ich momentan, wenn man einem Low-Level-Freund hinterher joint und ja, und nicht auf Play Now geht und Buchenbucht reingeht, weil das Play Now, der Play Now-Button ist total verbuggt. Und jetzt holt er mich auch gleich hart weg. Ich ziehe ihm fast gar nichts, hier schönes Fail-Aim und dann hat er mich noch erwischt, ne? Und genau jetzt, was wollte ich noch sagen? Was gibt's noch zu sagen? Ach ja, genau, schreibt mir in die Kommentare, was ihr mal so, ob ihr noch ein Video mit, also ob ich jetzt Videos mit allen Klassen machen soll oder was ihr denn am liebsten sehen wollt und so. Ja, Royal Gunner spiele ich zurzeit auch wieder gerne und ich habe jetzt hier Royal Gunner auch viel mit Dual Long Range Shotguns gespielt und deswegen hat mein Gunner jetzt schon übelst den hohen Rang. Ich glaube, der hat jetzt einen V-Rang mit Level 15. Ja, ist das ganz nice, würde ich sagen. Ist jetzt also, ja, ist jetzt nicht der höchste Rang, aber mit Level 15 haben manche Gunner noch nicht so einen hohen Rang, sondern eher einen Mini-Rang. Das liegt halt auch daran, dass ich bei dem noch nie XP benutzt habe, also XP Boost benutzt habe. Und ja, jetzt ist das Gameplay auch gleich aus. Jetzt werde ich noch zweimal, glaube ich, oder einmal von dem Dual Long Range Typ genutzt. Und dann war es das auch mit dem Gameplay. So, was ich mal ganz kurz sagen könnte, ich habe geplant, irgend so eine. Hier, da holt er mich noch hart weg. Scheiße, Wichser. Ah, da habe ich mich auch aufgeregt. Nee, was ich noch sagen wollte, und zwar habe ich mir so eine Art Special mal überlegt, so eine Abonnentenzocke mal zu machen, weil mich doch relativ viele Leute fragen, ob ich mal mit denen zock oder so. Und dann werde ich mir einfach einen Server suchen, beziehungsweise vielleicht den EOW-Clan-Server ausleihen. Rede ich mal mit Hannes, also mit dem Leader von dem Clan, und dann sehe ich mal, ob da irgendwie sowas zusammenkommt, dass mal alle Abonnenten drinnen sein können
Und ja, ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen und ja, haut rein. Ciao.